Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, was soll ich denn sagen? Wir sind immer noch in Rapture. Und ich hatte jetzt auch wieder eine kleine längere Aufnahmepause. Auch zwecks Corona bedingt tatsächlich. Und genau, deshalb kam eine gewisse Zeit jetzt nichts, aber jetzt wieder. Und ja, wir waren hier in der Bucht gewesen, genau. Der Hafenbucht von diesem Rapture-Dingen. Wir haben ja, glaube ich, auch genug zu... Ich hoffe, der Flexi hat genug zu trinken und zu essen mitgenommen. Ja, das sieht doch gut aus. Genau, den Ionenwürfel haben wir auch. Die Pflanze haben wir. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Vielen Dank übrigens nochmal an Hundeflo und so und die anderen Konsorten, die in den Kommentaren immer reinschreiben für die Infos. Bis ich dann wieder aufgenommen habe, habe ich das alles immer vergessen. Und was ist das Geiles? Ich will das haben. Was ist das? Das ist eine Waffe. Ich will das haben. Mach das offen. Geil. Und ja, was da alles kommt und es ist, ja, alles supi. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier alles? Drücke F8, um Fehler melden. Ja, nö, alles gut. Hier ist noch ein Ionenwürfel, ich nehme ihn mit. Warum auch immer. Das sieht echt ein bisschen aus, wie ich letztes Mal schon sagte, so ein bisschen aus wie bei Unreal Tournament. Jetzt die Frage, bleibe ich erstmal hier in dem Raum? Ja, ne? Alter Schwede. Boah, wie hieß denn die Karte nochmal? Unreal Tournament, wo... Ich komme nicht... Was ist das denn Schönes? Eine violette Tafel einsammeln? Haben wir die andere nicht noch? Oh, diese... Verbraucht man die, wenn man die einsetzt? Vielleicht brauchen wir die noch, um irgendwo reinzukommen. Nochmal, vielleicht für eine andere Tür. So, ich guck mich um. Boah, Alter, wie riesig ist das bitte? Ah, warte mal, ich kann das... Oha. Kann das scannen? Wenn ich jetzt wüsste, welche Taste das ist, 4. Kann ich das andere vielleicht ausscannen? Muss ich gleich mal probieren. Daten-Download. Weltenvernichter. Weltenvernichter. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Möglicherweise hat es eine Fehlfunktion. Ja, dann wollten wir den Weltenvernichter wohl mal da unten lassen, wa? Oder da drin lassen. Ich gehe nochmal eben schnell... Boah, Alter. Ich gehe nochmal eben schnell zurück. Und finde einmal das hier. Fremdartiges Gewehr. Fremdartiges Gewehr. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie diese Verteidigung, diese Einrichtung als notwendig Vorsichtsmaßnahmen betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter genommen werden. Ja gut, das, so viel war uns schon klar. So, dann düse ich nochmal nach oben. Ich bin da mal sehr gespannt, was uns hier in den Hallen noch erwartet, was noch alles hier ist. Ich hoffe, ich habe noch genug mit für alles, zu essen, trinken. Sollte vielleicht nicht zu viel rennen. Denn Selbstscan ist ja immer gut, ne? Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. So, hier ist wieder eine Tür. Okay. Und wir haben hier natürlich eine Tafel, die wir einsetzen müssen. Ja, die haben wir. Ich würde aber trotzdem jetzt doch erstmal nach unten gehen, oder? Weil wir da... Ja, ich weiß, hin und her. Es ist immer so schwer. Ah, immer diese Entscheidung. Ich will mich da immer... Na, ich spring mal lieber nicht runter. Es ist immer so schwierig, sich zu entscheiden. Aber hier ging es ja auch noch irgendwo lang, ne? Hier, wo geht's denn hier hin? Lass mal gucken. Nur um zu gucken, wo es hier lang geht. Ich darf hier was Wichtiges verpassen. Oha, ist das Stargate? Das sieht ein bisschen wie... Was? Fremder Bogen? Stargate? Vielleicht doch. Fremder Bogen. Der Zweck dieser Konstruktion ist unklar. Theorien zur Funktion, zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendung, fortgeschrittenes Transportnetz. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Ja. Das wird ein Portal sein. Gehe ich ganz stark von aus. Gut. Haben wir das auch gesehen? Seht ihr? Also, das hätten wir jetzt verpasst und dann hätten wir das nicht gescannt. Oder wären, keine Ahnung, irgendwann woanders rausgekommen. Aber ja. So.
Muss ich selber lachen. Gut, dann lass mal gucken. Das ist mal für komische Geräusche hier. Lass mal gucken, läuft die Aufnahme überhaupt? Nicht, dass ich hier schon seit gefühlt 5, 6 Minuten quatsche und nichts passiert. Und ich für den Kappes einfach rede. So. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen verschnupft klinge. Habt da bitte ein Nachsehen. Ja, wie gesagt, Corona infiziert. Und naja. Es war ja irgendwann klar, dass es mich auch erwischen. Das ist, ja, bleibt da nicht aus. Also da oben hoch komme ich wahrscheinlich eh nicht. Dann gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Schauen wir mal. So, einsetzen. Okay, wir können die Tafel aber auch dann nicht wieder mitnehmen. Die ist dann weg. Okay. Schon krass, ne? Alter, wie riesig ist das bitte hier alles? Macht das Sinn, hier rechts und links zu gehen? Hat das einen Sinn? Ist da irgendwas? Nö. Alter, dieser Marmortempel. Boah, wenn du hier aber am Wienern bist, alter Schwede. So, was haben wir hier? Ich darf nicht vergessen, erstmal scannen. Energiekern, erstmal scannen. Energiekern, dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr gerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Die Energie wird durch die angeschlossene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Es läuft Zeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen kann. Und das soll ich jetzt berühren mit meinem Finger? Machen wir das doch mal. Oh, aua, The control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Hm. Heißt also, wir sind infiziert, wir müssen... Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Standort der fremden Einrichtung. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung, Tiefe 800 Meter. Standort Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilienvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Funktion: Untersuchen lebender Exemplare. Auftrag: Synthese des Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Wärmekraftwerk. Tiefe 1200 Meter Standort innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet, das stark vulkanische Aktivität. Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Reservat A, Daten unbrauchbar. B, unbrauchbar. Und Außenlabor, Daten unbrauchbar. Hauptsicherungseinrichtung, Daten unbrauchbar. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantäne-Vollstreckungsplattform wird allen ankommenden und abfliegenden Raumschiffen anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Das heißt also, hier ist ein Infekt unterwegs, oder beziehungsweise wir sind alle infiziert. Ha! Wie das Thema gerade so gut passt irgendwie. Ja, also sind wir infiziert und hier auf dem Planeten herrscht Quarantäne. Und dieses System hier von diesem Würfel hält das wohl im Zaun. Das heißt, wir können von dem Planeten nicht fliehen. Wir müssen quasi ein Gegenmittel finden. Ich versuche jetzt mal so die Story zusammenzusetzen. Ich hoffe, das ist das, was ich denke. Das heißt, wir müssen ein Gegenmittel finden, um dann so vom Planeten zu entkommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch diese Gläser öffnen können. Weil er sagte ja, nicht möglich.
Okay, und dann müssen wir wahrscheinlich hier nochmal hinkommen. Dann können wir wahrscheinlich vom Planeten wegfliegen. Ansonsten werden wir abgeschossen von dem System hier. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es Signal Iduna gibt. Geht das nur einer? So. Schön. Das heißt, wir düsen zurück. Ich hoffe, unsere Seemotte ist noch in der Nähe. Da ist unsere Seemotte. Ja gut, wir müssen ja sowieso... Ich meine, wir könnten hier jetzt rausschwimmen. Aber, macht jetzt keinen Sinn. Gut, also wenn die Platten einmal... Ach ja, hier ist ja der geile Fahrstuhl. Geht das? Oh, wow. Alter. Schwupps. So. Freunde. Es sieht wie folgt aus. Nicht gut. Die Lage ist bescheiden beschissen. Gut, da haben wir Rapture auch gesehen. Hier dürfte der Ausgang sein am Marmorboden. Alter, wenn ich hier wischen muss, ne? Alter Schwede. Das muss aber richtig blank polieren. Ah, wie geil das einfach ist. Ich feiere das ein bisschen. So, da gucken wir mal. Survivalen wir mal wieder. Könnten ein bisschen trinken. Wir haben Durst, ne? Wo ist unser Inventar? Da ist Inventar. Da ist Trinken. Guck. Komm, wir hauen uns die andere Flasche auch noch in den Balch. Dann haben wir 86, das passt. Essen fängt auch schon so langsam an. Der Magen. So, also, stelle fest, immer erst scannen und dann wegnehmen und angucken. Ah, wie schön. So, ach, die Fischchen. Da ist unsere Seemotte. Huch. Sieg einfach weg. So. Lass mal gucken. Wir waren irgendwo die Viecher unterwegs, ne? Hier mit rechts greift man an. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich würde tatsächlich ein bisschen von den Pflanzen mitnehmen. Weil die wären ja eigentlich nicht schlecht, ne, oder? Ah, verfault, doch. Shit. Aber die könnte man sich in den Balch hauen, ne? Wenn wir schon dabei sind... Nein, was mache ich denn da? So, essen, essen. So, jetzt aber. Voll gesättigt. Düsen wir zurück. Oder wo auch immer uns die Reise jetzt hinführt. Mal gucken. Der Mond. Unendliche Weiten. So, da ist auch schon unser Seemöttchen mit linke Button. Welcome on board, Captain. So, mit der linken Taste steigen wir ein und dann düsen wir mal. Wir können es auch wieder reparieren. Oh, 9 Energie nur noch. Holy shit. Lexi aus der Vergangenheit. Was hast du denn da gemacht? Gut. Mal gucken, ob wir ankommen werden. Ich weiß es nicht. Ah, 24 Grad Außentemperatur. Schon frisch, ne? So, jetzt mal gucken, dass wir die Seemotte auf jeden Fall aufladen. Ich möchte die Seemotte aufladen. Und dann würde ich tatsächlich einmal gucken, ob wir Energiezellen dafür organisieren können. Also selber bauen können. Und, dass wir ein paar mitnehmen, falls wir ein bisschen weiter reisen. So. Da düsen wir durch den Seetang. Unter dem Meer ist es sehr schwer, denn unter dem Meer finde ich dich nicht mehr. So.
schön. Ach, ist das schön, hier mit seinem Seemöttchen hier durchzugleiten. Aber ich glaube, das reicht die Energie tatsächlich. Dann können wir nämlich schön vor der Haustür parken und dann wird nochmal das Medikit mitnehmen. Jetzt fällt mir das gerade in ein, unsere Startbase. Ist ja wieder ein bisschen Medikit, ne? Können wir mal ein bisschen was... Landet immer so ein Fisch auf der Fensterscheibe. So, da sehe ich schon unsere Base. Ja, juhu. So, dann parken wir doch direkt mal hier. So, wie steige ich nochmal aus? Nein. E verlassen. So, ich gehe mal hier rein. Denn hier gibt es ja immer wieder ein Medipack. Das ist super praktisch. So, ich weiß jetzt... Ja, moin. Erstmal abschütteln mit dem Wasser und so. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht. Organisch, das packen... was? Packen wir mal die Würfel auch mit da rein. Die Batterie ist null, die können wir mal aufladen. Jetzt weiß ich gar nicht, was brauchen wir denn für die Seemotte? Wir müssen es eh erstmal reparieren auch, ne? Wo habe ich denn die ganzen Werkzeuge drin? Hier. Laserschneider? Wo habe ich denn mein Reparierwerkzeug? Ah, guck mal, eine violette Tafel haben wir sogar hier schon. Ah, hier, Reparaturwerkzeug, alles klar. Müssen wir mal gucken, wie wir die Energie aufladen bei der Seemotte. Denn ich bin mir da gar nicht so sicher. So, warte. Die 6, nee, die 5 ist es, glaube ich, ne? Reparieren. Nein. Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Es ist die andere Taste. So, voll. Wie lade ich die auf? F, E, nee. Wie lädt man das Seemöttchen auf? Baupläne? Was haben wir denn hier Neues an Bauplan? Ach, violette Tafel. Ja, okay, das ist ganz toll. Zyklop fehlt uns übrigens auch noch was, ne? Zwei Baupläne, die müssen wir noch finden. Datenbank. Würfel, ganz toll, ja. Pflanzen, Meer, Lampenbusch. Der Lampenbusch. Stimmt, den haben wir beim letzten Mal gefunden. Quallenrochen, auch schön. Ich glaube nicht, dass hier was von der Seemotte steht, ne, oder? Pflanzen brauchen wir nicht. Tiere nicht. Fortgeschrittene Theorien. Lebensform. Daten ausscannen. Nein. Konsole, Artefakte, fremde Daten. Daten-Downloads. Baupläne. Fahrzeuge. Seemotte. Hier. Seemotte können durch den Einbau von Erweiterungsmodulen, deren Fracht. Okay, na. Seemotte. Sie kommt überall hin, außer an Land. So, lass mal gucken. Lalalala. Steht hier auch was, wie man es aufladen kann? Fahrzeuge bauen an Bord. Wie lädt man das denn auf? Energie-Bioreaktor. Auf dem Planeten, auf dem organisches Material im Überfluss vorhanden ist, aber Sonnenlicht nicht, ist ein zuverlässiger Bioreaktor oft die effizienteste Energiequelle. Vielleicht sollten wir den mal bauen. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie man hier die Dings... gibt es hier eine Taste, wo man da in das Menü kommt? Weil ich weiß, dass unten immer so ein Menü aufploppte. Oh. Weiß nicht, wie man da reinkommt. Shift? Nee. Okay.
Ich weiß halt auch nicht, was wir da für eine Energiezelle brauchen. Welcome on board, Captain. Sagt sie jetzt nicht. Ist bestimmt beleidigt. Und hier das mit den Beetkasten, das müssen wir auch noch machen. Ich schau mal eben. Geräte ist es nicht. Persönliches ist es auch nicht. Werkzeuge ist es auch nicht. Was ist das hier? Schubkanone? Elektronik. Energiezelle oder Batterie? Vielleicht eine Energiezelle. Zwei Batterien und Silikongummi. Ich glaube, eine Energiezelle ist es, die wir brauchen. Haben wir nicht sogar eine Energiezelle noch da? Batterie. Würde ich mal zwei Batterien mitnehmen? Doch, da war eine Energiezelle. Die ist sogar voll geladen. Dann würde ich noch eine herstellen. Warte mal, den packe ich wieder rum. Das heißt, wir brauchen Silikongummi, ne? Das müsste aber organisch sein, oder? Oh. Nein, hier ist organisch. Silikongummi. War das jetzt einmal? Ich hoffe. Nein, ist es bestimmt zweimal. Nee, zwei Batterien brauchen wir sogar. Okay. Alles klar. Vorsichtshalber eine Energiezelle. Sehr schön. Was kostet uns denn der Bioreaktor, sag mal? Wo ist der denn zu finden? Nein, nein. Ah. Der Luftpumpe, Scheinwerfer, auch schön. Bioreaktor. Dreimal Titan, Kabelsatz und Schmierstoff. Schmierstoff haben wir, glaube ich. Schmierstoff, Kabelsatz und dreimal Titan. Dreimal Titan. Eins, zwei, drei. Jetzt brauchen wir noch Schmierstoff, Titan und was war das noch? Nein. Kabelsatz. Den Kabelsatz dafür brauchen wir. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken. Zweimal Silbererz. Zweimal Silbererz. Da ist Silbererz. Haben wir da? Haben wir. Eins, zwei. Gut. Nein. So. Wo... Ach du Heiliger. Wo baue ich den denn hin? Draußen? Wo baut man sowas denn hin? Ich hab doch keine Ahnung. Schön, wir könnten ihn bauen, aber ich weiß nicht wohin. Warte mal. Mehrzweckraum. Vielleicht sollte ich nochmal Mehrzweckraum bauen. Aber ich muss auf die Hüllenstärke aufpassen, ne? Welcome on board, Captain. Immer noch nicht. Die ist immer noch beleidigt, glaube ich, oder? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das dürfte reichen für den Mehrzweckraum. Habe ich den jetzt da... Muss mal gucken. Achso. Höhenstärke bei 5 kommt nur... Okay. 5,5, das dürfte ja gehen, ne? Können wir denn Höhenstärke noch bauen? Einmal Lithium. Komm, bauen wir nochmal einmal. Vorsicht, vorsichtshalber. Einmal Lithium. Lithium ist hier. So. Nein, was mache ich denn da? Bin so doof. So, die würde ich ja außen dran ballern. Einfach hier so. So, ist nur bei 12,5. Das ist auch super, die Hüllenstärke. Sehr schön. So. Dann lass mal gucken, ob wir jetzt den Bioreaktor da rein platzieren können. Der war da. Was? Titan, Kabelsatz, Schmierstoff. Ah, warte mal. Moment. Muss ja Kabelsatz noch bauen, ne? Habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles, ne? Ja, Kabelsatz, Schmierstoff.
Man kann... Dreimal Titan. Haben wir gerade Titan beim Mehrzweckraum gebraucht? Aber wir haben doch eigentlich nur 6 gebraucht, oder? 1, 2, 3. Oder brauchen wir für den Kabelsatz auch Titan? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch egal. So, jetzt wird gebaut. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Jo. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Das ist aber sehr lieb. So, inaktiv. Bioreaktor benutzen. Komprimierte organische Materialien zur Energieerzeugung. Okay. Wie geil das Highlife aussieht. So, das heißt, ich kann jetzt einfach Pflanzen da rein pfeffern oder was? Gehen dann auch vergammelte Tiere? Frage ich mich. Oder generell Tiere? Fische? Komm mal her, blub. Du kommst in meinen Bioreaktor. Habe ich den schon gescannt? Habe ich schon anscheinend. Funkspruch? Okay, wir haben wieder einen Funkspruch, glaube ich. Inventar voll. Gut, schauen wir mal. Welcome aboard, Captain. Jo, moin. Grüß dich. So, schauen wir doch mal. Aktiv. Ladestand 2 von 500. Hä? Das geht auch? Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Okay. Achso, nee, tauschen will ich nicht. Komposiert organisches Material zur Energieerzeugung. Ja, da bin ich ja mal gespannt.